Ich zeige euch heute, weil ich so ein Trottel bin, am Anfang, was wir am Ende eigentlich geschafft haben. Also wir machen hier drei im Mauernteil. Eins, jo, zwei und den nächsten machen wir auch noch damit. Und wir stoßen noch eine Goldmine an. Wir stoßen noch eine Goldmine an zum Farm, aber jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei. Hey ihr Lieben, wir haben das geile Spiel Clash of Clans. Ich bin der Thorsten und wir machen heute ein Let's Play mal ganz abseits der Liga. Aber erstmal heiße ich euch natürlich herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit mir. Und was wollen wir eigentlich heute machen? Ja, ihr habt es ja im Thumbnail gesehen. Im Thumbnail sage ich auch immer oder halt in der Beschreibung, ich bin endlich maxed out, was die Defense angeht. Also mein letzter Minenwerfer wurde nämlich heute fertig. Ich habe es auch ein bisschen verpeilt und verpennt. Eigentlich wollte ich es festhalten, so die letzten Sekunden. Aber irgendwo bist du dann ja auch nicht unbedingt immer am Rechner. Und ihr seht, ich habe zwei Bauarbeiter frei und die dürfen jetzt endlich only Mauern machen. Ah, stimmt nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen was tun hier. Also drei Elixierkollektoren habe ich noch vor mir. Zwei Goldminen und noch zwei. Endlich nur noch zwei von den dunklen Bohrern, denn einen habe ich die Tage tatsächlich mal angestoßen, obwohl mir diese 6 Millionen schon ein bisschen leid tun, denn ich muss noch etliches in Mauern investieren, aber das ist, finde ich, jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich meine, ich kann mich jetzt so ein bisschen entspannt zurücklehnen und kann hier jetzt only Mauern farmen. Ich weiß, ihr seht das vielleicht jetzt hier, ich habe tatsächlich eine Mauer schon auf Level 13. Die ist aber entstanden in einem Bug. Das muss ich ganz, ganz kurz mal erzählen. Wenn ihr übrigens Bock habt, mit mir mal gerne im Discord zu labern, da laber ich euch noch viel, viel mehr voll. Also unten in der Beschreibung steht ja immer der Discord vom Toto. Da tummeln sich auch manchmal ein paar andere. Da kann man ein bisschen was schreiben, ein bisschen was posten. Und wenn ihr mich anchattet oder anpostet, in der Regel bin ich dann sehr höflich und antworte, oder wenn mit mir jemand quatschen will, dann quatsche ich natürlich auch ganz gerne. Aber seid gefasst, ich quatsche gerne und ich quatsche viel. Aber nichtsdestotrotz, das war so ein ganz kleiner Bug. Ihr könnt euch sicherlich an die Zwei-Socken-Folge erinnern. Ich verlinke euch die oben nochmal. Denn dort hatte ich im Vordergrund einen Emulator der gleichen Marke hier und im Hintergrund mein Rathaus Zwilverdorf. Ich habe ja im Vordergrund beim Zwei Socken so ein bisschen was geupdatet, so hier und da eine Mauer und ein Sammler. Und da es ein kleiner Bug hier in dieser Software ist, hat der identisch das gleiche im Fenster dahinter gemacht. Das heißt also, ich habe beim Zwei Socken irgendein Goldlager hochgeballert oder so und habe hier versehentlich eine Mauer auf Level 13 gemacht. So, deswegen gibt es diese Mauer Level 13 hier. Also die habe ich nicht ganz bewusst gemacht, sondern ich habe mich dann auch irgendwann später gewundert, habe gedacht, Alter Toto, wieso hast denn du 5 Millionen weniger Gold? Denn ich habe auch was ganz, ganz anderes gespart. Und dann habe ich gedacht, oh nee, das kann ja nicht sein, dass dir sowas passiert. Aber Irren ist menschlich und es ist halt passiert. Was ich aber heute mit euch machen will, wir wollen so ein bisschen oder das Event hier spielen. Ich habe schon mal so ein bisschen angespielt. Also mal ganz, ganz abseits was von Liga. 3 von 6. Ich mache hier immer zwei Armeen. Ich weiß nicht, wie ihr das immer mit diesen Events haltet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr das macht. Ob ihr dann jetzt zum Beispiel hier einmal 6-mal Miner macht und danach 6-mal die Riesen oder ob ihr das sogar mischt, also das heißt ein paar Riesen, vielleicht ein paar Heiler, ein paar Miner in der Clanburg, je nach Rathausstufe. Das ist ja immer unterschiedlich. Ich bin hier heute halt auf dem Rathaus 12 unterwegs und habe gedacht, ich mache die restlichen Event-Geschichten hier mit euch. Und ich mache das immer so, ich mache es zweiteilig. Das heißt also, ich habe jetzt eine Riesenarmee am Start und habe dann gleich wieder eine Miner-Armee am Start. Und so quäle ich mich hier oder mache hier einfach das Event. Ich weiß, ich kann die Pullen hier nicht mehr aufnehmen, denn weder die Machttränke noch die Ressourcentränke hier habe ich. Aber die Ressourcentränke, glaube ich, die kann ich einsetzen, indem ich nämlich einfach meine Minen und Sammler einfach ein bisschen booste. Dann kann ich die wenigstens einsammeln und sie werden nicht zu Gems. Dann habe ich sie halt nicht irgendwo eingesammelt und es werden Gems, sondern ich habe sie dann sinnvoll, vielleicht sinnvoll genutzt. Denn wer weiß, wann die nächste Rathausstufe hier kommt bei Clash of Clans. Und da möchte ich natürlich wieder ein bisschen gerüstet sein. Ich weiß nicht, ob ich das bis dahin alle Mauern geschafft habe. Ich meine, 5 Millionen ist auch ein Brocken. Die schafft man relativ schnell, aber so casual, wie ich auch diesen Account hier spiele,
wird es sicherlich ein bisschen dauern. Ja, und um dieses Event hier möglichst kostengünstig vor allen Dingen zu spielen, auch hier, habt ihr gestern vielleicht in der Rathaus L-Folge gesehen, ich nehme die Kobolde einfach total gerne. Auch hier jetzt ich bin auch in Champion 2, der Kollege Danger, und den nehme ich mal mit. Es ist ein Rathaus 12/5, also volle Ausbaustufe hier, und ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir hier irgendwie die 50% holen, wenn auch jetzt nicht alles an Lot. Das macht aber nichts, ich habe meinen King auch noch nicht, der war nämlich jetzt eben noch nicht fertig. Auch das ist nicht so schlimm, wir haben hier eine Karre, irgendwas haben wir da auch drin, ein paar Miner. Okay, das passt. Ich gehe mal über die gesamte Breite rein, mit den Riesen und mit den Magiern. Mal sehen, ob meine Mauerbrecher hier irgendwo reinkommen. Habe ich ja Hoffnung, dass sie das irgendwo schaffen, aber ich muss hier mindestens kurz mal einmal die Sachen hier freezen, und dann kann ich hier jetzt mit den Kobolden reingehen. Die spamme ich hier jetzt einfach, in der Regel spamme ich sie tatsächlich in solche Bases rein, denn die wuseln sich überall durch. Natürlich muss ich jetzt so ein bisschen hier einmal die ganze Meute auch hier kurz mal heilen. Also die Zauber schmeiße ich dann recht schnell weg, und mal sehen am Rathaus. Ich weiß gar nicht, was ich hier... Ach ja, ich hatte ja die Miner hier drin. Okay, ich hatte die Miner hier drin, und damit haben wir das Rathaus bekommen. Also die 50% haben wir schon mal. Dann können wir hier weitermachen mit unserer Spammung. Und den Wut, setze ich den nochmal? Ja, den setze ich hier hinten nochmal. Dann ist die Queen nochmal ein bisschen gleich in Wut, wenn die so einen kleinen Schritt nach vorne macht. Macht sie sogar. Vielen lieben Dank, Süße. Hast du gut gemacht. Clanbo kriegen wir auch noch. Und damit die beiden jetzt nicht noch eine längere Reckzeit haben, brechen wir es hier, glaube ich, an der Stelle ab. Das brechen wir ab. Also so gehe ich hier in der Regel vor. Das sind auch manchmal kurze und knappe Angriffe, aber mal wieder 397.000 von dem Gold, was ich im Moment brauche, vor allen Dingen für Mauern. Ein bisschen Dunkles ist dabei. Das brauche ich jetzt nicht so primär, denn meine nächste Forschung ist erst in 5 Tagen 17 Stunden fertig. Und der Bat Spell, also der Fledermauszauber, geht in jedem Fall auf die nächste Stufe. Also haben wir hier den nächsten Haken schon wieder drin. Ich habe hier 2 Hexen drin, sehe ich gerade. Ah, Mist. Die wollte ich eigentlich verspenden, aber ich glaube, wir können die Hexen... Ah, wir setzen die Hexen hier ruhig ein. Ich setze die Hexen ruhig ein, denn so 2 Witches kannst du immer so ganz gut gebrauchen, und die trainiert schon mal nach. Dann gucken wir mal, dass der King gleich auch fertig ist. Ist er schon, aber mal eben anfordern. Bodenwutkarre, ich bin ja immer unkompliziert, also beim Farm nehme ich alles, was da kommt. Hauptsache, das Ding ist voll, und dann machen wir das Event einfach mal weiter. Uff, das nenne ich mal nett, dass ich sowas hier oben auch finde. Und jetzt muss ich auch mal sehen, wie ich vorgehe. Eigentlich mache ich mit den Minern hier immer ganz gerne einen Queenbock, aber ich habe jetzt eben schon gemerkt, das wird ein bisschen viel mit dem zweistelligen Armeen, beziehungsweise mit den 2 Armeen, die ich dann immer mache. Ich glaube, das sprengt den Rahmen dieser Folge, und da habt weder ihr Bock drauf, noch habe ich da Bock drauf. So, einmal kurz einmal abgelenkt die Kanone hier, dass die Queen in jedem Fall jetzt schon mal reingeht. Und mit den Minern, ja, da lasse ich die Queen erstmal laufen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo die hingeht. Oh, nein, ich sage noch, schauen wir mal, wo die hingeht. Und hau hier jetzt 2-mal Wut rein. Super Toto, echt cool gemacht. Das ist natürlich mal... Das ist mal wieder nicht so geplant, wie es eigentlich geplant ist. Also das war nicht geplant, aber ich weiß jetzt, wie es gekommen ist. Aber ich habe noch einen. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Dann nehmen wir hier mal die beiden Hexen rein. Einmal den Babydrachen können wir hier mitnehmen. Und auch die. Oder den. Wie heißt der Kollege? Den King hier können wir einmal mitnehmen. Die Queen. Ah, wo ist denn die? Ist denn die Queen? Ah, da ist die Queen. Okay, da ist die Queen. Und mal sehen, wo wir jetzt gleich mit unseren Minern reingehen können. Ich glaube, wir können direkt von der gegenüberliegenden Seite hier mit den Minern reingehen. Das ist ja ein Rathaus 11. Und jetzt hätte ich fast mein Worden hier nicht rausgekriegt. Aber ich habe es trotzdem noch gepackt. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge Lot hier, die der Kollege hat. Aber die Miner müssen sich hier jetzt auch heftigst durchprügeln. King ist noch am Start. Gehe mal für euch ein bisschen näher rein, denn ich kann jetzt keine Truppe mehr setzen, sondern nur noch die Helden zünden. Zauber habe ich leider jetzt auch schon raus. Ja, super Sache, Toto. Ach, naja. Okay, einmal den Warden hier in der Mitte gezündet. Also vergesst immer, vergesst immer den Warden. Nein, vergesst immer den Warden nicht zu zünden. Wenn ihr ihn schon habt, also Rathaus 11 und Rathaus 12, jetzt zünde ich doch mal die Queen, denn das wird mir in der Mitte ein bisschen zu viel Beschuss da.
Aber das war mal richtig netter Lot hier. Ah, da freue ich mich. Da freue ich mich, dass ich so spät abends vor allen Dingen noch so einen netten Lot hier bekomme. Und jetzt müssen mir die Kollegen von meinem Clan allerdings schon wieder spenden. Die kommen jetzt auch gerade alle wieder zurück aus ihren anderen Clans, denn dort ist teilweise die Liga schon gelaufen. Nett. Das stimmt ja mir zu, das war in Ordnung. Und die baue ich in jedem Fall natürlich nochmal nach. Einmal die Maschine hier nachgebaut. Zauber passen jetzt nicht. Ah, schade. Manchmal passen die Zauber nicht, dann schmeiße ich mal einen weg. Das geht einfach am schnellsten, vor allen Dingen, wenn man im Boost ist. Und so kann ich hier direkt wieder in neuen Games anfordern. Also kurzer Cut, dann machen wir weiter. So, Zeit und Stunde waren um und ihr kennt das hier sicherlich. Ihr habt einen Boost und ihr findet keinen Gegner. Wenn ihr jetzt oben mal auf mein Gold schaut und euch den letzten Angriff anschaut und diesen Angriff anschaut, dann wisst ihr, wie lange ich nach diesem Gegner gesucht habe. Denn den nehme ich jetzt mal mit. Ich komme hier ganz easy peasy, glaube ich mal, ans Rathaus ran. Ich wechsle immer die Karre einmal von Karre auf Karre. Aber ich will mir immer ganz sicher sein, dass ich meine Karre hier mitnehme. Und mal gucken, wie wir hier vorgehen können. Ich glaube, wir können hier über diese Breite hier auch reingehen. Hier steht mal... Oh, hier ist ja mal keine Riesenbombe. Das ist ja mal gar nicht so schlecht. Komme ich hier echt mit meinem Morbrechern rein? Yo, ich komme hier mit meinem Morbrechern rein. Ah, das ist sehr, sehr cool. Maschine ziehen wir einfach mal hinterher. Und dann nehmen wir die Helden hier mit in den ins Gepäck rein. Einmal unsere Kobis. Die müssen erst so ein bisschen außen clearen. Okay, die Kobolde müssen jetzt erst so ein bisschen außen clearen. Bevor hier jetzt was reingeht, ich setze da mal vorsichtshalber meinen Sprung. Dass die sollen sich einfach nur... Das Rathaus ist schon weg. Okay, das Rathaus ist an der Stelle schon weg. Ich will meinen King hier nicht vergessen. Aber was sie so heftig ballert, ist natürlich da hinten der... Oder die Adlerartillerie. Und jetzt kriegen wir nicht mehr wirklich viel. Das ist aber nicht so schlimm. Einmal noch die Kobis hier in Wut gesetzt, dass das Lager da noch reingeht. Ja, das Lager geht noch rein. Und einen Heilzauber haben wir noch. Wo ist denn eigentlich unsere Queen am Eiern? Wo ist die Queen? Hallo, Mrs. Ah, da ist sie. Da ist sie einmal noch geheilt. Und das wird jetzt nichts mehr an Lot bringen. Das macht aber nichts. Ich habe jetzt lange genug nach diesem Gegner gesucht. Irgendwann kommt ja eine Phase, dann findest du auch keine mehr. Aber welche Phase ich gefunden habe? Ich habe die Phase des orangen T-Shirts hier gefunden. Denn in dem Licht hier war das manchmal hier oben. Nee, hier in den Ecken nicht ganz so schick. Wenn ich so seht ihr das? So schnell nach vorne komme, dann glänzt das kurz mal wie so ein Terminator hier durch. Und das muss ich mal abstellen. Also, ich denke mal, trotzdem nett gemacht hier. Wir kommen hier in jedem Fall diesem Event mal wieder so ein kleines Stück weiter. Ich muss doch mal ganz, ganz kurz in die Liga ausholen. Ganz, ganz kurz nur. Wirklich nur ein Sekündchen gewonnen hier. 30 zu 29, damit könnt ihr euch vorstellen. Entweder haben wir alles nur Zweisterner gemacht oder wir haben einen Dreisterner dabei und einen Einsterner. Der Gegner hat einen Dreisterner und zwei Einsterner. Und so gewinnt man hier. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Das war aber der einzige Ausschweifer jetzt mal ganz, ganz kurz in die Liga. Ganz, ganz abseits. Ganz, ganz langsam füllt sich der Clan hier wieder. 38 von 50. Also die Leute kommen wieder zurück. Ich werde dieses Event hier jetzt ein bisschen weiterspielen. Mein Boost läuft allerdings durch diese doofe, lange Suche jetzt gleich aus. Wenn euch die Farmfolge gefallen hat, also maxt Rathaus 12 Defense, so muss ich es ja dabei sagen. Dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben nach, wenn ihr neu im Kanal seid. Herzlich willkommen. Ich habe gesehen, ich habe etliches an neuen Abonnenten reinbekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und bis dahin, euer Tutu. Erstaunt.